Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Pyro 101. Wie ja schon in der ersten Folge sind wir jetzt hier endlich angekommen auf der Insel, in dem schicken kleinen Häuschen, was gefühlt aussieht, als würde es gleich zusammenfallen. Beim Let's Play Together zusammen mit dem lieben Aradon. Hi. Hallöchen. Ja, das ist ja so die Main Hub Area sozusagen, wenn man so möchte, so ein bisschen die Stadtmitte. Und der Typ hier, Captain Avery, ist jetzt mal so ein bisschen unser Merle Ambrose. Ja, was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist dieses Dach hier über uns. Wir sollten hier schnell raus, sagen wir es mal so. Genau. Aber dafür ist der Typ ja jetzt da, der wird uns jetzt unsere erste Quest geben. Ich. On the run from the Armada, are you? Well, I run a pirate haven here, not a charity. If you want me to hide you, you'll have to work for it. One of my more willful crewmen, a buccaneer named Finn, stole a jade amulet from me. I need it back. Finn fled to Skull Mountain and roused the Trogies. Now they're bombarding us. Get my amulet back. Report to Chief Rigby at the West Bastion. If you're to be a pirate, you'll need a ship. Do this right and I'll give you one. You have my word of honor. Do we have an accord? Ja, also ich kann es trotzdem so ein bisschen übersetzen. Also ihm wurde sein Amulett geklaut von einem Piraten namens Finn und den verfolgen wir jetzt. Naja, so können wir mal ganz kurz festhalten, wann wurde dieses Haus das letzte Mal saniert? Gar nicht. Ja, ich sehe es. Wollen wir mal raus hier, bevor uns gleich... Wir gehen mal ganz schnell raus hier. Bevor uns was und die Decke auf den Kopf fällt. Ja, warum der Ladescreen hier übrigens immer nur so komisch aussieht bei mir, dass der so oben in die Ecke geklatscht ist, das kann ich euch bis heute nicht beantworten. Das hat irgendwas mit der Auflösung zu tun. Höchstwahrscheinlich. Das ist aber einfach so, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Achso, ja, ich habe aktuell kein Reittier. Ich hole mir jetzt... Abrüsten? Ja, rüst erstmal ab. Ich hole mir dann mal in einer der nächsten Folgen mal eins von meinem anderen Charakteren. Aber jetzt gerade habe ich keinen Star. So, das ist jetzt okay. Hier wirklich die Stadtmitte sozusagen. So kann man es sagen, ja. Avery's Court und hier hast du so die wichtigsten Sachen. Wir sollen allerdings jetzt erstmal hier rüber gehen. Wenn ich jetzt gerade hier oben so stehe und du nach da hinten rechts guckst, ne? Dieser Vulkan sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Wizard 101 bei Lemuria. Dieser eine Vulkan. Ach, da hinten, ja, das hat ein paar Ähnlichkeiten. Skull Island ist ja, wie gesagt, eine Welt, die es auch in Wizard gar nicht gibt. Genauso wie es in Pirate 101 Wizard City nicht gibt. Das ist so ein bisschen die Parallele. Ich würde da mal einen Dialog starten. Ja, da bin ich direkt dabei. Ahoy there! Keep your head down, unless you're looking to be blown up. Blasted Troggies, they've gone mad, they have. You want to help? We need to stop this bombardment. Go find Bonnie Anne. She went across the bridge to teach the Troggies a lesson. You'll do more good there. Alles klar. Dann gehen wir die mal suchen, ne? Gehen wir zu den Troggies. Ja, die Troggies, die kennen einige Leute, heilige Mutter, das ist ja ein richtiges Kreuzfeuer hier, kennen einige Leute schon aus dem Streams. Das sind diese tollen Frösche, die ich so mag. Und da hinten ist unsere nächste Gefährtin. In der Tat, da hinten haben wir Bonnie Anne. So, who are you then? Dann wollen wir mal. Good. You've come just in time. That Finn, he's a wily one. He riled up the Troggies till they're mad as badgers. The slimy devils raided us last night. Took half our powder stores. Now they're flinging it back at the town. We're trying to fight back, but there's too many of them. Soften them up a bit and I'll help you find Finn. Report to Lieutenant Smollett after. Und wir sehen, für diese Quest bekommen wir erstmal Erfahrungspunkte und wir bekommen sie als Gefährtin. Das wird für dich weniger interessant sein, für mich schon eher. Eben. Weil auch sie ist ein Masketier. Da passt er ja perfekt zusammen. Und kann mein Team damit optimal unterstützen. Dann wollen wir uns mal ins Getümmel stützen. So, jetzt sehen wir die ersten Kämpfe gleich. Yay. Links oder rechts? Das ist eigentlich egal. Wir können gerne nach links gehen. Dann gehen wir nach links. Okay. Drei Troggies müssen wir besiegen und das machen wir jetzt auch gerne. Da hüpfen sie rum. Noch sind sie strahlenfreudig. Hallo, darf ich? Danke. So, für die Leute, die das nicht kennen... Ach, jetzt halt doch den Mund. Auto-Companions, ja, die kann man wirklich mal ausschalten. Das mache ich jetzt mal kurz. Automate-Companions? Nope.
Ja, für die, die Pirate 101 nicht kennen, wir haben hier so ein taktisches Feld, wo wir uns bewegen können. Sieht ein bisschen aus wie Fire Emblem, so vergleich's ich immer. Und da können wir jetzt unsere Gefährten und uns selber rundenbasiert bewegen. Ich laufe hier mal so ein bisschen rüber. Und die türkisen Pfeile in dem Fall jetzt zeigen, was die anderen Leute machen. Ich zeige einfach. Genau, jetzt. Das ist halt auch ein Unterschied zu Wizard. Die können nicht blocken. Oder sowas gibt's auch dann zum Beispiel. Genau, man kann blocken, man kann ausweichen. Und das, was er jetzt gerade macht, ist quasi ein kritischer Treffer in Wizard. Genau, es gibt Crits, davon gibt es drei Stufen. Es gibt einen Epic-Hit, einen Mega-Hit und einen Super-Hit. Der Epic-Hit ist der schwächste, der Mega-Hit der zweitstärkste sozusagen und der Super-Hit der stärkste. Und die haben auch teilweise, nicht bei allen Gefährten, aber bei vielen, andere Animationen. Und das ist relativ cool. Sieht auch alles sehr stylisch aus. Ja, ich bin gerade nicht in Reichweite der Gegner, du schon. Stylisch. Ui. Ich mag das. Das hat schon übelst Stil. Und am Ende des Kampfes wird hier der Loot per Kiste gedroppt, die wir jetzt hier einmal öffnen können. Ja, und ich stelle fest, dass Rex mal wieder AFK ist. Das ist wunderbar. Ist halt jetzt so. Dann werde ich mal ganz kurz einen Cut. Ach nee, er bewegt sich jetzt wieder. Gut, dann halt nicht. Alles in Spaß. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Unsere erste Quest. Oh. Da haben wir kurz mal ein paar Frösche, den. Was sagt man da am besten? Den Fröschen, den. Den Froschschenkel abgeschnitten, was? Genau, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Sequenz. Sequenz. Well done indeed. You're good to have around in a fight. I said I'd help you find Finn, and I'm a girl on my word. You have room for another on your crew, Captain. Also ich habe Raum. Ja, Level 2. So sieht es aus, wenn man aufsteckt. Also auch noch ein bisschen verbesserte Wizard 101 Animation. Stimmt. Und hier haben wir jetzt Bonnie Ann, unsere zweite Gefährtin. Die hat auch schon eine Fähigkeit. Ja, Moment. He's hiding in the Skull Cave. I sent two of my best scouts, Livesey and Shepard, up the trail to see. They've been gone for hours. Go see if the Troggies got them. If Livesey and Shepard are alive, they'll know where Finn is. Ja, Shepard und Lindsay sollen wir jetzt hier finden. Machen wir gleich. Unsere Gefährten haben auch passive Talente. Das hier ist ein aktives Talent, dieser Epic Strike. Das hat Rex vorhin mal schön demonstriert. Das ist ein garantierter kritischer Treffer. Kann man einmal pro Kampf praktisch einsetzen. Genau. Dann hat unser Wing Chun hier einmal Repost. Das ist ein Talent, was sozusagen einmal pro Runde auftreten kann. Dass, wenn er einen Angriff blockt oder einem Angriff ausweicht, dass er dann einmal einen Konter startet. Unsere Bonnie Ann, die ich jetzt mal nach vorne packe, damit sie bei unserem Kampf mit dabei ist, hat einmal Second Wind. Sie kann also heilen im Kampf. Dann hat sie hier einen Scatter Blast. Das ist ein Flächenangriff. Und sie hat einen Double Tap. Das heißt, jedes Mal, wenn sie einen Gegner tötet oder einen kritischen Treffer erzielt, kann sie nochmal angreifen. Kann auch einmal pro Runde auftreten. Diese Talente kann man auch aufleveln, dass das dann zum Beispiel dreimal pro Runde passieren kann später. Aber das kommt genau, dann nicht. Genau, ich zeig's bei mir jetzt mal nicht, weil das ist für meine Klasse ja eher uninteressant. Deswegen, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne bei Aradon ins Video reingucken. Ja gut, bei dir wird es da später dann auch so Sachen geben, ne? Genau, ja, die werde ich dann eher zeigen, da. Ich hätte gesagt, dass wir das dann einfach klassenspezifisch auch so gerade machen. Dann. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal nach vorne, dort, wo sich dieser Typ da aufhalten soll. Immer diese Leute, die abhauen, schlimm sowas. Aber es sieht eigentlich schön gemacht aus hier, ne? Diese. Ja, ja, klar, also das muss ich tatsächlich sagen, da hat sich Kings halt doch deutlich mehr Mühe gegeben als in manchen Wizard-Welten. Dieser Dschungel. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt später rausgekommen als Wizard, ne? Also die späteren Wizard-Welten sehen ja auch deutlich besser aus als die früheren. Und so ist es hier halt auch, ne? Ja, klar. Das ist auch mal eine Abwechslung zu Wizard, muss man mal ganz einfach so sagen.
Allein vom Setting her ist es ja schon eine Abwechslung. So, jetzt haben wir da hinten einen kleinen Frosch im... im Käfig. Fingers. Die erste Person, die wir hier finden sollen. Hey Kevin, you're here. You need to get me out of here and right quick, before the Troggies come back. I can't get the lock open. We need the key. One of the Troggy Shamans must have it. Bring me that key. Gut, also dann holen wir mal den Schlüssel von dem bösen Frosch da oben wieder. Von dem bösen Froschschaman. Mensch, mal diese bösen Frösche da. Kann uns Bonnie jetzt gleich mal zeigen, was sie so drauf hat? Genau. Soll sie sich mal hier hinstellen? Na, man sieht auch auf unterschiedlichen Farben. Das heißt, zum Beispiel Türkis hat jetzt Aradon seinen Zug gemacht und Blau war jetzt bei mir zum Beispiel mein Zug. Genau. So. Ha! Schön, schön ausgewichen. Ich natürlich nicht. Danke. Sehr nett von dir. So, dann testen wir das doch hier direkt mal. Jetzt greife ich auch das erste Mal an, selber. Ja. Bam. Mitten ins Gesicht. Ist das ein Talent, was du hast, was du einsetzen kannst? Ja. Ah ja. Da ist er oben gefallen. Perfekt. Kriegt man ja fast Mitleid. Aber nur fast. Aber wirklich halt auch nur fast. Naja, ein bisschen vielleicht. Thank you, Pirate. I thought I'd never get out of there. Want Finn, do you? Ja, jetzt bist du aber draußen. He's not alone. There's a whole gang of sharks up here. Cutthroats by the look of them. They set up a camp across the bridge. They're up to something. Shepard and I found him, but the sharks attacked and we got separated. I didn't see Finn, but he must be near. You attack the cutthroats to draw him away. I'll sneak into their camp and see what I can find out. When I'm done, I'll hide in the mouth of the Skull Cave. We'll meet again there. Okay, dann gehen wir hoch zu den Cutthroats. Die sind... Dann gehen wir jetzt mal ein paar... Ach, halt Klappe da oben. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Tutorial jetzt auch ausstellen kann. Warte mal, ich guck das jetzt mal nach. Ich bin im... in den Kampf geraten. Und dann nehmen wir den magischen Wizard-Trick. Ich weiß gar nicht, ob der hier funktioniert. Werde ich sehen. Ah ja, ich tippe mich mal kurz zu dir. Ich bin nämlich... man kann es da machen, aber man spawnt in der Stadtmitte quasi. Also funktioniert das nicht. Also es funktioniert schon, du spawnst halt in der Stadtmitte. Dann. Ja, aber dann funktioniert es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Achso, wir können vielleicht auch mal ganz kurz in den Kronenladen gucken. Den gibt es natürlich hier auch, ne? Ist klar. Ja, natürlich. Da gibt es hier einmal dieses neue Pack, was jetzt letztens erschienen ist. Dieses Drachenfels-Paket. Das Mega-Snack-Pack gibt es hier auch. Dann und einen Galaktiaguar. Einen galaktischen Alligator. Pff. Das sieht irgendwie komisch aus, naja. Ansonsten kann man sich hier im Shop... Die altbekannten drei Tiere, wie der Tiger hier, der, ich glaube, das ist ein Feuertiger oder sowas, oder die Euler zum Beispiel. Ja, hier gibt es sehr viele Parallelen, das ist ja klar, ist dieselbe Engine, da haben sie auch natürlich gleich dieselben Reittiere hier reingebumst, das ist ja... Natürlich auch noch ein bisschen, jetzt hier zum Beispiel ein paar Papageien als Reittiere. Oder ein Narwal, wobei den gibt es ja sogar einen Wizard. Den hier müsste es zumindest geben. Dann kann man sich hier auch Gefährten kaufen. Diese Liste wird sich aktualisieren, denn mit bestimmten Quests, die wir abschließen in-game, wird hier die Liste an Companions, die man sich hier kaufen kann, ja, auch erhöht. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel eine andere Version von dem Gefährten kaufen, den Rex hat, also hier diesen Bullen. Genau, dieser Waguyu Sanyoro. Den könntest du dir auch holen, dann hättest du den praktisch zweimal und könntest den zweimal im Kampf benutzen, das geht auch. Genau. Wenn man sowas will. Wenn man es braucht. Ich habe auch schon einen Gefährten im Blick, der dann später hier drin sein wird, den ich mir holen werde, aber dazu komme ich dann erst, wenn es soweit ist. Es gibt hier auch die Henchmen, also praktisch die Söldner, die du auch in Wizard im Kampf dir kaufen kannst, die dir dann für einen Kampf helfen. Haustiere gibt es natürlich auch. Das Training läuft hier ein bisschen anders ab und das werde ich euch auch noch zeigen. Oder wir werden es euch zeigen, besser gesagt. Muss ich mal gucken, ob ich mir hier so einkaufe oder ob wir dann gleich einen aus Pack ziehen.
Aber da brauchen wir halt Glück. Ja, da brauchen wir echt viel Glück. Es gibt einen Fox-Bundle. Ich weiß aber nicht, was da drin ist. Ah. Ah, da sind so Fennex drin. Hm. Okay. Ja, okay. Süß, aber will ich nicht. Dann hast du Lust, ein paar... Ein paar Haie zu töten? Ein paar Haien auf das Mündlein zu hauen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Da ist der große Schädel, der der Insel hier seinen Namen gibt. Ihren Namen. Das heißt sogar Skull Cave, hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn da ein riesen Schädel ist. Ja, krass, ne? Die Farben, die hier übrigens zu sehen sind, über den Namen der Gegner zeigen an, wie stark die sind. Dabei ist weiß oder grau das schwächste und lila, also so dunkles Lila, das stärkste. Wo willst du jetzt hin? Ich muss ein bisschen Leben einsammeln. Achso. Ja, weil funktioniert. Vorhin, als ich aus dem Kampf gegangen bin, habe ich meine ganze Leben verloren. Auch das funktioniert ähnlich wie Wizard. Wir haben hier sozusagen Irrlichter. Das sind hier solche Früchte, die rumfliegen. Genau. Und dann wollen wir mal ein paar Haiärsche versohlen. Dann wollen wir mal reingehen. Ich finde es auch allgemein interessanter, einfach dieses Spiel, weil es auch halt anders aufgebaut ist, etc. pp. Genau. Und da kommt der erste Schuss. Wird dem auch noch kurz eine reinhauen. Oh, direkt ein epischer Hit, okay. Und dass ich was ausgewählt habe. Gut. Ja, natürlich kann man auch Glück haben, ne? Die Chance der Crits wird geboostet durch bestimmte Attribute. Dazu komme ich mal irgendwann später noch, das ist ein bisschen kompliziert. Nein, das nicht doch. Aha. Ich finde die Cutroots cool vom Design. Die sehen so grimmig aus, ich mag das. Als ob sie dich gleich so, keine Ahnung. Dich gleich fressen wollen. So kurz vorm Verhungern sind oder so. Nom nom nom. Dann komm mal her. Ich find's schön, wie du die bloß mit diesem Griff so haust. Du nimmst nicht mal die Klinge. Naja, das sieht ein bisschen seltsam aus irgendwie. Weil das so eine Rückhandwaffe ist. Aua. Ha. Oh, ist aber eine gute Ausweichchance. So. Naja, ich könnte jetzt sagen, es ist Glück, aber der ist einfach, glaube ich, einfach nur so doof zum Treffen. Hau ihn! Ja, sogar fast gereicht. So, und weg mit dir. Aktuell sehen wir, dass Rex noch deutlich stärker ist als ich. Das wird dann später sich ein bisschen einbalancen, wenn ich dann Combo-Angriffe kriege. Den Vorteil, den ich habe, ist halt, dass ich mich nicht vor den Gegner hinstellen muss, um ihn anzugreifen. Ja, das ist so der Deck. Gute, aber schöne Vorteil. Und dementsprechend können die mich auch nicht auskontern. Das ist eine besondere Truhe hier. Die kommt in Mehrspielerkämpfen häufig. Die muss man dann zu zweit aufmachen und kriegt dann so ein paar Sachen daraus. Vorsicht, geh erstmal weg, bevor dich jemand in den Kampf zieht. Oh, ja, ja, por favor. Zu spät. Warte, halt. Ich komme mit rein. Ja, okay. Ja, ist wie ein Wizard. Nach dem Kampf ist man kurz transparent sozusagen. Dann verhauen wir halt noch mal ein paar Haiärsche. Bum bum. Ah, da hat sich gerade schon eine besondere Fähigkeit für dich aktiviert. Du warst Relentless durch die Waffe. Ja. Das ist eine geringe Chance, dass wenn du triffst mit einem Angriff, dass du dann noch einmal angreifen kannst. Können wir mal kurz das Talent von Bonnie Enma austesten? Können wir sehr gerne tun. Dann töte ich jetzt mal den unteren mit ihr und dann müsste sie danach dann den oberen mit angreifen. Ich werde dann einfach mal... Ja genau, machen wir nichts und dann gucken wir mal, wie sie das so macht. So, meine Liebe. Genau, jetzt wird Double Tap ausgelöst und sie greift nochmal an, aber der hat jetzt geblockt. Autsch. Können wir ein Schwert sauber machen? Das ist bestimmt nicht besonders hygienisch. Deswegen sag ich ja. Yes. Ui. Oh. Oh. Stylisch. Und? Tschüss. Ja. Ah ja. Dankeschön. Gerne. Kleine Heilung. Kleine Heilung gefälligst. So,
was habe ich hier bekommen? Marksman's Array ist eine Rüstung, kann ich anziehen. Und Explorer Spyglass kann ich auch anziehen. Ich kann generell mal in mein Inventar gucken, was ich hier so habe. Ja, das kannst du sehr gerne tun. Einen hässlichen Hut, den rüste ich nicht aus. Dann hätte ich aber... Huch! Meine Güte. Die wollen uns aber auch nicht gehen lassen. Ich hätte aber gesagt, nach dem Kampf ist die Folge auch schon 20 Minuten lang. Oh, stimmt. Das ist richtig, ja. Ah? Geht das schnell. Den Kampf noch? Ha. Oh, das, der war One-Shot. Den wollte ich zwar eigentlich auch gerade noch kurz einen hintersäbeln, aber wenn du das schon machst, dann... Ja, Kobe hat eine Fähigkeit, die sich First Strike nennt. Er kann also einmal pro Runde zuerst angreifen, wenn er sozusagen angegriffen wird. Der Angriff ist dann nur ein bisschen schwächer. Ui. Ui. Jetzt bam, Alter. Bam. Cool. Aaron hat mal kurz den Carry gespielt. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter, bevor wir wieder in irgendeinen Kampf gezogen werden. Ach ja, wollen wir von der Höhle eine Dings machen? Skullcave hier ein Thumbnail machen? Sehr gerne. Da werde ich jetzt schon wieder mal kurz meinen Gefährten wegbacken. 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 Von der Höhle nur selber oder von uns davor? Von der Höhle selber, würde ich sagen. Von der Höhle selbst. Dann gehe ich nämlich kurz mal rüber, dann muss ich meinen Gefährten nochmal ausbauen. Oh, das ist ja übelst groß. Warte, ich muss es von weiter weg machen. Ja, von hier ist... Ja. Oh ja, ich habe was gefunden. Ja, okay, so. Perfekt, ich hab's. Gut. Ich hab's im Kasten. Mit dem kleinen Brosch-Gefährten da, der jetzt hier am Wegrand steht, direkt vor mir. Mit dem reden wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Yes, so sieht's aus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank an Kalia, an Rex Schattenklinge, an Manuel und an Basti. Und dann sehen wir uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.